Willkommen in meinem Bettchen. Ja, ich weiß. Ich habe angekündigt, dass ich ab jetzt immer Mitte der Woche komme als die neue Mitte. Ah, da können Sie mal sehen. Meine Versprechungen sind genauso viel wert wie die von der SPD, wenn sie sagt, dass sie nicht mit der Linken koalieren will. Ich sag's Ihnen, ich fühle mich durch und durch Giffey. Und ich ziehe meinen Hut vor den Berlinern. Nach dem Chaos und Versagen von Rot-Rot-Grün als Konsequenz nochmal Rot-Rot-Grün zu wählen, das ist wahres Christentum. Frei nach Jesus, wenn dir einer die linke Backe einschlägt, bis das Auge raushängt, dann mach dein Kreuz bei ihm, damit er dir auch noch die rechte Backe zertrümmert. Das ist Berlin. Aber ich ziehe meinen Hut auch vor der Linken. Die ist der beste Beweis, dass in der DDR noch echte Qualität hergestellt wurde. Eine absolut unverwüstliche Partei, hart wie Plaste und zäh wie Elaste. Die hat den Mauerfall überlebt, die hat das Ende ihrer eigenen Diktatur überlebt. Diese Partei überlebt einfach alles. Und wenn eines Tages die Außerirdischen auf der Erde landen und die Menschheit unterjochen, ich schwöre Ihnen, es dauert keine 2 Jahre und dann regieren die Aliens in einer Koalition mit der Linken. Wobei, die härtesten Linken kommen ja heute aus der SPD. Was Genossin Katharina Barley die Woche abgeliefert hat, da wäre doch selbst Lenin noch vor Scham errötet. Es ging um die absurden Energiepreise. Sie wissen ja, wir haben Europas teuersten Strom. Und das könnte für ärmere Menschen in diesem Winter etwas unangenehm werden. Und da sagt Komsomolzin Katharina, das ist kein Problem, die Leute müssen einfach weniger verbrauchen. Sie sagte wörtlich, die Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, ist am billigsten. Ja, und recht hat sie. Was man nicht kauft, das kostet einen nichts. Man muss dann lediglich ein bisschen frieren. Also, wenn man kein Geld hat. Damit kann Frau Barley gut leben, denn sie hat ja welches. Als EU-Abgeordnete verdient sie 8.757 Euro im Monat plus 320 Euro für jeden Sitzungstag, bei dem sie anwesend. Das ist, als ob man ein Gehalt bekommt und dann nochmal eins, wenn man auch wirklich zur Arbeit erscheint. EU vom Feinsten halt. Und da sage ich doch, die Katharina Barley, die ich nicht von meiner Steuer bezahlen muss, ist am billigsten. Und sie wäre mir auch am liebsten. Aber kommt, ich habe mir vorgenommen, ich werde mich nicht mehr so viel aufregen und unsere Ampelregierung wird mir dabei helfen. Die will ja vielleicht Cannabis legalisieren. Und warum nicht? Endlich mal eine Alternative zu Rotwein und Whisky. Und meine Freundin Silke sagt, sie ist auch dafür. Da muss sie künftig nicht mehr ihre Tochter fragen, wenn sie mal was rauchen will. Silkes Tochter, die ist 16, die geht in die 11. Klasse, ja, und das Mädchen kennt mindestens 3 Dealer, die immer guten Stoff haben. Sind übrigens keine finsteren Typen da aus dem Görlitzer Park. Nee, die 3 Dealer sind alle Schulkameraden von ihr. Silkes Tochter sagt, das ist ganz normal, das ist in allen Schulen so. Für Silke ist das ganz praktisch. Die ist ja ganz bürgerlich und brav, die wüsste gar nicht, wo man so ein Zeug kaufen kann. Also bringt's die Tochter mit. Da sieht man mal, es lohnt sich eben doch, wenn man Kinder hat. Aber was die sogenannte Legalisierung bedeutet, ist damit auch klar. Es rauchen genauso viele Leute das Zeug wie vorher. Aber man macht den Kinderdealern das Geschäft kaputt. Diesen Kindern wird die Erwerbsbiografie vernichtet, noch bevor sie überhaupt ins Arbeitsleben eingestiegen sind. Naja, wenn sie weiterhin viel Geld für wenig Arbeit haben wollen, dann sollen sie eben EU-Abgeordnete werden. Mein größtes High der Woche war ja völlig drogenfrei. Es war der Auftritt bei Lanz von Elke Heidenreich. Heidenreich, das ist ja, da ist ja Hai schon im Namen drin. Eine großartige Frau, die leider einen Riesenfehler gemacht hat. Doch, das muss man auch mal kritisieren. Elke Heidenreich hat nämlich völlig unbedacht und ohne sich die Konsequenzen klarzumachen, sie hat einfach mal so ein paar absolut vernünftige Sachen gesagt über den Diversitätswahn und über das Gendern. Es war herrlich. Da hat einfach mal jemand ganz normale Gedanken ausgesprochen. Und wie nicht anders zu erwarten, ist der moralisch bewegte Teil von Deutschland explodiert wie ein Biogasfass, in das man eine Zigarettenkippe wirft. Der ist ja das Gegenteil der schweigenden Mehrheit. Die Moralisten sind die keifende Minderheit. Der schönste Spruch war, dass Elke Heidenreich als alte weiße Frau daherredet wie ein alter weißer Mann. Alte weiße Frau als Vorwurf. Fantastisch. Das sind Altershass, Sexismus und Rassismus in nur 3 Worten perfekt vereinigt. 3 auf einen Streich. Ich möchte fast sagen, 3 auf einen Streicher. Und das von Leuten, die einen den ganzen Tag ins Ohr schreien, was für gute Menschen sie sind und gegen Hass und Hetze. Und was lernen wir daraus?
Hass und Hetze sind immer relativ. Wenn man es für einen guten Zweck macht, geht's immer. Man möchte diesen Trick am liebsten für sich selber nutzen, wenn er nicht gar so verlogen und eklig wäre. Schade. Aber wie gesagt, ich rieche mich nicht mehr auf. Das wünscht sich ja auch mein Udo. Und weil Cannabis bald an jedem Kiosk zu haben ist, da hat er mir auch schon mal eine Tüte gekauft. Die erste meines Lebens. Er hat gesagt, die war so gar nicht so teuer. Das ist schon sehr witzig, der Udo. Also jetzt eine grüne Plastik. Jetzt ist der Sex endgültig gestrichen. Aber mit mir kann er es ja machen. Ich bin ja nur eine mittelalte weiße Frau. Ah, ich bleib eh beim Rotwein. Der macht nicht nur high, der macht auch den Durst weg. So. Und falls Sie Lust haben, dass wir uns mal in echt sehen, ich bin weiter auf großer Welttournee. Als nächstes in Wolfhagen, in Marburg, in Bonn, Köln-Nippes, in Ibbenbüren, in Berlin. Schauen Sie vorbei, ich freue mich. So, und das nächste Video kommt wirklich erst Mitte der übernächsten Woche. Und diesmal halte ich mich dran, aller Wahrscheinlichkeit nach. Bis dahin lege ich mich nochmal hin und wünsche Ihnen wie immer ein herzliches Gute Nacht, Deutschland.